die größten und dümmsten Fehler deutscher YouTuber. Und ich habe gerade schon gesagt, dass das hier, das ist Patrit. Der hat hier damals ein Video gemacht, wie er fake gebannt wurde von Fortnite. Und darauf habe ich damals auch reagiert, deswegen wusste ich das sofort. Alles klar. Cheating, Alter. What the f***? Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich stehe auf Jungs. Ab dann war es eklig von uns. Dafür entschuldige ich mich. Menschen machen Fehler. Sir Nico und Oneiros, dankeschön. Arroganz auf so einem hohen Level, Alter. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Oh nee, muss er den jetzt auch thematisieren? Ich raste aus. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Und damit willkommen zur Fortsetzung des Formats Die größten Fehler deutscher YouTuber. Stopp! Bevor wir weitermachen, ich habe jetzt neuen Merch. Checkt das ab, Link ist in der Beschreibung. Liebe geht raus. Auch heute wieder... ist natürlich auch geil, dass er Merch rausbringt mit Don't hate, stay friendly. Grüße geht raus an Alpha Kevin. Link ist in der Beschreibung. Liebe geht raus. Sehr, auch sehr heute geil. Eine super wichtige Anmerkung. Die Szenarien, die ich jetzt hierbei bespreche, liegen schon Jahre zurück und sind auch schon abgeschlossen. Das bedeutet, die Dinge, die ich jetzt hierbei aufzähle, sind nicht mehr aktuell, weshalb man daraus schlussfolgern kann, dass ihr jetzt nicht rübergehen sollt, um zu haten, um zu kritisieren, denn davon hat niemand was. Demnach genießt einfach das Video, ansonsten raste ich aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Du bist ein Sohn. Kennt ihr noch einen der größten Macher der deutschen YouTube-Geschichte? Richtig, die Rede ist hierbei von Patrit, der früher zur Fortnite-Zeit Videos aus dem amerikanischen... Junge, Firegolden, Alter. Das ist so, wie viele Leute in der Zeit gekommen sind und gegangen sind. Das ist so krank, oder? Was alles passiert ist. Miguel Pablo, der kam, übelst gehypt ist. Dennis Bro, gut, der macht gerade seinen Marathon-Stream auf TikTok. Der ist irgendwie schon 15 Tage online. Aber das ist so krass, wie alles kommt und geht. Und manche sind noch größer, manche sind noch kleiner, manche sind abgekackt. Von manchen hört man gar nichts mehr. Das ist so krank, wie sich das alles entwickelt hat. Raum 1:1 übersetzt hat. Also wirklich, man kann sich ja inspirieren lassen und auch teilweise Dinge übernehmen, aber er hat halt wirklich das ganze Video komplett übernommen. Alright, the first mechanic, high ground, that's pretty obvious. That just means you need to be above your opponent when you fight them. Natürlich ist es wichtig in dem Spiel, High ground stuff. Mechanic number two, controlling the engagement. Alright, this just means that you want to control the tempo of the fight, you want to control the pace at which it's going. Die zweite Sache, das Spiel kontrollieren. Ihr müsst, das hört sich jetzt gerade so. Das ist so, scheiße, wie übersetze ich es jetzt ins Deutsche? Schwammig an, aber es ist wichtig, die Kampfgeschwindigkeit von einem Fight einfach, ihr müsst die kontrollieren. Nicht, die Gegner dürfen nicht euch kontrollieren, sondern ihr müsst die Geschwindigkeit kontrollieren. Das Ganze ging dann das ganze Video. Digga, aber es ist einfach so, dass es oft erfolgreich ist. Guck mal, wie viele Rap-Songs gibt es, wo es im Nachhinein aufgefallen ist, dass da der Beat oder irgendwas geklaut wurde, was überkrass erfolgreich bei uns ist. Wisst ihr, was ich meine? Und das fällt ja nur so ein Bruchteil auf. Und im Endeffekt, wenn es sich geil anhört, interessiert es halt auch irgendwie nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Video lang. Aber um die Clips soll es gar nicht gehen, denn das war eher lustig, wenn man das Original kannte. Die Rede vom größten Fehler in Patrits YouTube-Karriere war offensichtlich sein grandioser Bann in Fortnite im Jahre 2018. Ihr müsst es euch so vorstellen. Patrit hat zu dieser Zeit wirklich enorm viele Klicks gemacht. Sein Kanal lief wirklich besser denn je. Viele Videos erreichten mehrere hunderttausend Aufrufe und sein Ziel war, immer mehr Reichweite auf die Videos bekommen, was ja auch selbstverständlich als YouTuber ist. Doch um Streams und Videos... Aber hört man heute auch nichts mehr von, oder? Ich glaube, ich habe den letztens... Ist aber auch schon wieder ein halbes Jahr her. Ich habe den irgendwo streamen gesehen. Keine Ahnung, ob der heute noch streamt oder noch irgendwas macht, aber kriegt man auch nichts mehr mit. Promoten mussten offenbar neue Methoden her. Zumal es vor allem bei Fortnite schon sämtliche Challenges gab. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Nee. Deshalb dachte sich Patrit, um aus der Masse herauszustechen, ich fake einen Bann, dann reagiert jeder auf mich und ich bekomme mehr Reichweite. Diesen wirklich sehr losten Gedanken führte er dann tatsächlich in einem Twitch-Livestream durch. Dreier Headshot, man kennt ihn. Und Internet, man kennt ihn. Es ist so plump. Es ist so schlecht. Was? Was für Cheaten, Alter? What the fuck? Das ist schon so lange her, viele von euch können sich da bestimmt gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, weil ich damals ein Video dagegen gemacht habe. Daran erinnere ich mich noch. Ansage an Patrit, ich glaube, das existiert heute noch. Nur wegen dieser Situation. Hä? Hä?
Also es ist wirklich gar nicht offensichtlich gewesen, dass Petrit immer auf Deutsch Fortnite gespielt hat und plötzlich ist der Bann auf Englisch ausgeschrieben. Doch nicht nur das hat gezeigt, dass etwas an diesem Bann nicht stimmen konnte. Auch der YouTuber Fix hat daraufhin ein Video hochgeladen und Petrit komplett exposed, da er aufzeigen konnte, woher Petrit diesen Bann aufgezeichnet hat und dann später für sich genutzt hatte. Und zwar die Mausbewegung von diesem MoTV und die Mausbewegung von diesem Petrit sind anscheinend ein und dieselben. Ich weiß nicht, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass man exakt dieselbe Mausbewegung hat plus exakt dasselbe Laderädchen an der Mausbewegung. Ja, ich habe dann die zwei Clips genommen, habe sie in meinen Premiere reingepackt, in mein Schnittprogramm und habe sie mal nebeneinander gelegt. Und das ist der Clip, mein der dabei entstanden ist. Ihr müsst einfach mal auf den Mauszeiger achten. Links ist MoTV, rechts ist Petrit sein Bann. Und wenn man ganz genau auf den Mauszeiger achtet, sieht man, es ist ein und dieselbe Bewegung plus derselbe Ladekreis an der Maus entlang und dieselbe Bewegung auf Escape und Close. Also Petrit hat damals von einem ultra bekannten Streamer den Bann aufgenommen und für sich genutzt. Ich meine, wow, das Fake ist ja schon lost, aber das von einem so bekannten Streamer zu faken, ist ja noch viel dümmer. Ich meine, ist ja klar, dass irgendwann dann jemand darauf kommen würde, dass das die gleichen Sequenzen sind. In Kombination mit weiteren Kritikvideos war Petrit zu der Zeit jetzt nicht unbedingt der beliebteste YouTuber und er hatte auch tatsächlich kein gutes Standing in der Öffentlichkeit. Im Anschluss machte er eine Zeit lang immer noch sehr gute Klicks auf seine Videos, bis er aufhörte, später mit Minecraft-Videos begann, dann immer wieder Pausen zwischendrin hatte und später halt gar nichts mehr postete. Petrit hat sich aber immerhin mit seinem Fake-Bann in die Geschichtsbücher der deutschen YouTube-Faker eingetragen. Auf jeden Fall. Boah, der fühlt sich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gekränkt, weil im Hintergrund noch fett Fitner gemacht wird. Wer kennt ihn nicht? Den von Mimi auseinandergenommenen Mert Matan. Wir hatten ja schon in der ersten Folge Alter. Den Skandal von Mert Abi aufgezeigt und der war ja schon voller Homophobie. Und Mert Matan hat es ebenfalls geschafft. Stell mal vor, so ein Video heute, das war ja zu dem Zeitpunkt schon, wie lange ist das her? 2000, das ist auch schon ewig her, oder? Für Homophobie in der Kritik zu stehen, da er sich dachte, ein Prank wäre in dieser Hinsicht. Digga, stell mal vor heute, was das heute auslösen würde, wenn er das heute hochladen würde. Ja, lustig. Aber was? Das ist generell so krass, was man damals gemacht hat und was so völlig normal war. Oder wenn man, also ich bin jetzt halt, ihr müsst jetzt nicht denken, ich bin jetzt hier nicht der Schlimmste und ich achte auf alles, was ich mache. Also du wisst, was ich meine, aber er hat mich ja natürlich auch gebessert. Und wenn ich mir so Sachen von damals angucke, was so völlig normal war, das ist so undenkbar heute, so zu reden. Junge. Was ist eigentlich damals passiert? Also hätte der das heute hochgeladen, dieses Video? Boah. Warum stand er überhaupt deshalb in der Kritik? Erstmal vorab, Mert Matan war ein YouTuber, der jede Menge FIFA-Videos, Challenges und Pranks auf seinem Kanal gedreht hat. Unter anderem war das Format Wenn du Eier hast mit Leon Mascher unfassbar erfolgreich und dort mussten sich dann halt Leon und Mert Aufgaben stellen und immer wieder Leute verarschen. Mert hat es in dieser Zeit mehrere Jahre geschafft, einer der größten deutschen YouTube-Kanäle zu sein. Er hatte regelmäßig Hunderttausende bis über 1 Million. Die Frage ist, was machen solche Leute heute? Ich glaube, ich habe auch irgendwas von dem gesehen. Irgendwas hat er hochgeladen, aber so, haben die denn was gemacht? Haben die Millionen gemacht? Haben jetzt investiert? Sind jetzt irgendwelche krassen Leute? So, was machen die? Ich frage mich das immer. Ich würde es so gerne wissen. Zuschauer. Und er dachte sich vermutlich so, ey, was passt am besten, um nochmal meinen YouTube-Kanal so extra zu pushen? Richtig, ein soziales Experiment. Und passt auf, für die Leute, die das jetzt nicht kennen, es wird wirklich richtig dumm. Mert hat ein Video gedreht, bei welchem er sich geoutet hat vor seinem Vater. Sein Vater zeigte daraufhin eine negative Reaktion und rastete aus. Dieses Outing-Video mit diesem Ausraster postete er dann auf YouTube und jeder hatte ja offensichtlich den Eindruck, dass sein Vater sehr stark homophob sei. Du brauchst dich gefragt, warum ich die ganze Zeit so komisch bin. Papa, ich hab einen Freund. Ne Freund, Mann! Okay, also er outete sich und sein Vater schlug ihn. Richtig coole Idee, die Homophobie des Vaters öffentlich zur Schau zu stellen. Also finde ich wirklich grandios. Als die Kritik rund um Mert immer stärker wurde, meinte er, dass das Ganze doch ein soziales Experiment war und dieses Video gestaged gewesen ist. Und er meinte außerdem, dass sein Vater gar nicht... Ja gut, was man halt immer argumentieren kann, ist halt immer so Fake-Prank-mäßig. Da steht eine Riesenkamera mit einer zu der Zeit relativ guten Kameraqualität. So, das passiert wahrscheinlich nicht ganz Weißt du, was ich meine? Diese ganzen Fake-Pranks haben immer überkrasse Qualität gehabt und da haben solche Kameras gehangen. So, weißt du, so, damit kann man schon immer argumentieren. So, die waren offensichtlich dahingestellt. Nicht so ist. Deswegen wollte ich meinen Vater in Schutz nehmen und habe ein Statement-Video gemacht, wo ich so klarstellen wollte, ey Leute, mein Vater ist nicht so. Mein Vater macht sowas nicht. Mein Vater würde sowas nicht machen. Bla, bla, bla. Das Ganze sollte aber ein Experiment werden. Ein soziales Experiment, wo ich einfach auf diese Leute aufmerksam machen wollte, die sowas durchleben. Ja, weil mehr...
Ja. Schon immer einer war, der sich für Schwule stark gemacht hat. Deshalb hat er seinen Vater auch als Negativbeispiel genutzt, um ihn in aller Öffentlichkeit als homophob darzustellen. Also das ergab alles ziemlich wenig Sinn, es war nicht unbedingt gut durchdacht gewesen und ab dem Zeitpunkt dachte man sich so, ja, Mert Matan ist ein ziemlicher Faker, dem man halt gar nichts mehr glauben konnte. Auch Mimi hat ihm dann im Anschluss mehrere Videos gewidmet und die waren wirklich völlig zerstörerisch. Ich habe vor kurzem... Wo ist Mimi wieder hin? Mann! ...auf diese Videos reagiert. Die findet man, by the way, auch auf meinem Zweitkanal. Und man kann demnach auch schon sagen, Mert hat halt auch nicht nur einmal Scheiße gebaut, der hat das schon öfter gemacht und auch schon öfter Videos gefaked. Aber das war vermutlich der größte Fehler in seiner YouTube-Karriere. Denn diese Thematik hing ihm ewig an und ich persönlich verbinde ihn fast nur noch mit diesem Video. Bruh. Erinnert ihr euch noch an den 4. Dezember 2019? Nein? Das ist ein ganz besonderes Datum gewesen, welches definitiv in den YouTube-Geschichtsbüchern stehen muss. Denn an diesem besagten Tag outete sich Miguel Pablo als schwul. Ich habe einfach anders gefühlt, als ich sonst gefühlt habe. Und dann ist mir halt bewusst geworden, ich... Das ging so krass rum, Alter. Ich erinnere mich noch ganz... Jeder hat darüber geredet. Steh auf Jeder. Jungs. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich stehe auf Jungs. Als es rauskam, haben sich wirklich extrem viele Leute für Miguel Pablo stark gemacht und haben seine Entscheidung supportet. Das Video hat auch schon nach ein paar Tagen über 60.000 Likes erzielt und demnach ging die Sache auch wirklich viral. Doch schnell wurde klar, Miguel Pablo war einer, der eigentlich immer alles für Klicks gemacht hat. Und demnach fasste KuchenTV ein Video voller Indizien zusammen, bei welchem man schauen konnte, was jetzt für und was jetzt gegen ein Fake-Outing spricht. Ich habe lediglich einige Indizien gefunden, die auf jeden Fall die Frage offen lassen, ob das Ganze nicht vielleicht einfach nur ein Promo-Move von den beiden ist. Fangen wir erstmal mit einer Aussage des Freundes in seinem Outing-Video an. Ich bin eigentlich kein Mensch, der so öffentlich vor der Kamera steht. Ah, er ist also gar nicht so der YouTube-Mensch. Das ist ziemlich komisch. Tatsächlich gibt es nämlich ein Video vom Februar 2019, wo er schon in einem Video von Emilia Tom dabei war. Ich habe das Video glücklicherweise runtergeladen, denn tatsächlich wurde das Sonntagabend einfach auf privat gestellt. Sass! In dieser Zeit machte Miguel Pablo auch wieder richtig gute Klicks auf seinem Kanal. Und das natürlich aufgrund seines... Miguel Pablo ist auch so eine kranke Geschichte, Alter, wenn man da... Also ich habe das ja, wie gesagt, ich war da ja auch... Also nicht so tief drin von Anfang an nicht, aber wo er nach Berlin gezogen ist, da habe ich relativ viel mitbekommen, weil ich ja auch zum Teil dabei war. Das war schon eine interessante Geschichte, diese von jetzt auf gleich auf einmal überkrank, dann irgendwie Probleme mit Geld umzugehen, dann kam das und dann das und dann Psychose und... Alter, das ist wirklich... Das war eine krasse Zeit auf jeden Fall. Outings, denn die Zuschauer wollten halt wissen, wie schaut es jetzt aus in der Beziehung zwischen Miguel Pablo und seinem Freund. Und die Reichweite wurde demnach immer größer und... Aber der war ja nicht von Anfang an krank, der hat so viel Zeug... Ist echt... Ja, und dann ist er ja, abgekackt. Grüße, bis KuchenTV Miguel Pablo in seiner Cake News exposte und sich Miguel Pablo dann später auch für sein Fake-Outing bekennen musste. Allerdings habe ich jetzt einen Beweis gefunden, wo selbst ein Miguel Pablo wirklich gar nichts gegen sagen kann, und zwar dieses Video hier. Also es ist halt wirklich extrem ehrenlos, jemanden privat und heimlich zu filmen. Das heißt, macht das bitte nicht, auch wenn ihr irgendeinen YouTuber seht. Ich habe auch immer mal wieder so eine Ausschnitte bekommen. Ich kann das überhaupt nicht leiden, so dieses heimlich irgendwo. Ich meine, ich kann nichts dagegen machen, so ich kann nicht meine Augen überall haben, so, aber ich krieg das auch öfter mit und dann ist es so unangenehm. Dann gehst du auf ihn zu. Wenn ich sehe, dass mich jemand heimlich filmt, dann laufe ich auch direkt auf ihn zu, weil ich weiß, ihm ist das richtig unangenehm. Ich so, hast du mich gerade gefilmt? Nein, ich habe gerade ein Selfie. Hä? Was soll denn das hier? Das ist doch eine Unterstellung. Ich habe gerade ein Selfie gemacht. Die Leute kacken richtig ab. Deswegen, ich spreche die immer an. Das ist mir scheißegal. Es gibt immer noch sowas wie Privatsphäre. Aber noch ehrenloser war es, dass man nun wusste, dass Miguel Pablo alle mit dem Outing angelogen hatte. Und weshalb? Richtig, nur für Klick. Ist schon jemand weggerannt? Damals in meiner... Ach, das war eine unangenehme Situation, daran erinnere ich mich noch. Damals in Oranienburg, wo ja meine Adresse geleakt wurde, da bin ich dann immer runtergerannt, wenn sich irgendwelche Leute über mich lustig gemacht haben. Die haben mich dann gefilmt und ich bin voll sauer geworden. Und das waren aber so Junge, die voll schnell rennen konnten. Die haben mich gefilmt, ich bin nicht sauer hinterhergerannt, aber ich bin nicht hinterhergekommen. Die haben mich gefilmt und mich ausgelacht. Und ich bin nicht hinterhergekommen. Das sind so Situationen, die waren mir wirklich unangenehm. Daran erinnere ich mich noch. Die filmen mich, lachen mich aus und rennen weg. Das weiß ich noch ganz genau. Klicks und den Fame. Der Typ hat sich dann übrigens noch versucht herauszureden und meinte, dass das Ganze ja ebenfalls... Keine Ahnung, wo es das Video gibt, aber es gab viele, die mich dann einfach gefilmt haben und dann einfach weggerannt sind. Experiment war. Diese Begründung kam allerdings jetzt nicht so gut an. Ich weiß gar nicht, warum die davon ausgehen, dass man so leicht von mir wegkommt.
ich bin gar nicht so langsam, aber ich habe halt keine Ausdauer. Und natürlich, wenn da irgend so ein 16-, 17-Jähriger, der irgendwie Fußballer oder sowas ist, wenn der wegrennt, wie soll ich denn hinterherkommen? Denn mit einem Fake-Outing ein soziales Experiment zu starten, das kommt nie gut an. Das kam auch bei Mert nicht an. Und im Anschluss wurde Miguel Pablo dann wirklich gar nicht mehr ernst genommen, nicht mal von seiner eigenen Community. Er ist ja zuvor schon negativ aufgefallen durch Videos wie Baden in Chicken Wings und sämtliche weitere Trendvideos. Aber das hatte den Bogen definitiv überspannt und ein Outing zu faken. Grüße geht erstmal raus an seine Quallenlampe. Ah, woher kommt die denn? Erzähl doch mal. Immer die dümmste Entscheidung. Mittlerweile hat er aber alle Videos von vor 4 bis 5 Jahren auf seinem Kanal gelöscht, so auch die Outing-Videos. Und ich kann nur hoffen, dass er sich mittlerweile mental erholt hat, da er ja seit Jahren psychische Probleme hat. Demnach wünsche ich ihm gesundheitlich dennoch nur das Beste. Deshalb auch, wie anfangs gesagt, hatet niemanden. Diese Vorfälle, die ich euch aufzeige, sind schlichtweg dazu da, um euch zu unterhalten, um auch zu zeigen, wie es damals war, wie YouTube damals lief und damit wir alle nochmal ein wenig das Nostalgiegefühl bekommen. Wenn ihr noch weitere, sehr schwerwiegende, gravierende Fehler von deutschen YouTubern kennt, dann lasst es mir gern zukommen in den Kommentaren oder auch auf Instagram. Damit würdet ihr mir mega helfen und ich könnte dazu außerdem dieses Format weiter fortsetzen. Und lasst jetzt wie immer super gern eine Bewertung da. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Und jetzt würde ich sagen, haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Stänkchen ans Winkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Ja, das waren auf jeden Fall gute Beispiele, an die sich alle erinnert haben. Und da gibt es natürlich noch. Na gut, so in diesem Ausmaß ist es natürlich immer schwierig, nochmal neue Leute zu finden, die sich dann auch komplett weggeschossen haben. Die er erwähnt hat, die sind ja wirklich alle weg. Und ich würde gerne wissen, was macht denn so ein Mert Matan, Alter? Mert Matan heute. Hä? Als ob er das letzte Video vor 23 Stunden hochgeladen hat. LOL. Okay, das ist krass.